Hallo meine lieben Digi-Ritter, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Digimon Masters Online. Ich weiß, die letzte Folge ist jetzt schon ein bisschen her, aber ich musste halt abwarten, bis irgendwas wieder kommt, was ich in diesem Spiel aufzeichnen könnte. Keine Sorge, der neue Dungeon von Azulongmon, der kommt noch. Da muss ich allerdings erstmal darauf warten, dass ich wieder Jogress-Chip habe. Und am besten noch eine Digi-Aura für meine beiden. Also für Kaiser Greymon und Magna Garurumon, damit ich da irgendwie eine Chance habe, da durchzukommen. Aber heute in der Folge habe ich den guten Beelzemon dabei. Und zwar habe ich den hatte ich schon länger. Und durch das letzte Event mit den Blöcken, also diesen Bausteinen, die man sammeln musste, habe ich mir dann das Burst-Modus-Item, den Beelzemon Blast Mode, sozusagen erspielt, ohne den mir kaufen zu müssen, was super war. Aber ein anderes Burst Mode Item konnte ich mir leider nicht holen, weil man einfach eine Menge von den blauen Blöcken brauchte und die blauen Blöcke ultra selten waren. Und da hat es dann am Ende nur für ein Item gereicht. Heute befinde ich mich jetzt mal in Server Continent Desert. Ich möchte einfach nur mal ausprobieren. Mein Beelzemon ist Level 78. Wie gut es denn hier alles handelt. Er ist natürlich noch ungeklont, weil ich im Moment keine guten Klons habe, damit ich den verbessern kann. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie seine finalen Stats dann aussehen würden. Vor allem nicht auf Level 99, da ist ja noch ein bisschen was hin. Aber was mir schon aufgefallen ist, der ist ein sehr schneller Quick-Attacker. Von denen gibt es ja in den Spielen nicht so viele. Der einzige, der mir jetzt direkt einfällt, wäre ja Imperialdramon. In seinem Drachenmodus. Und natürlich Beelzemon noch. Und man merkt auf jeden Fall immer, wenn man in Raid-Boss-Kämpfen ist, dass die Leute mit dem Beelzemon Blast-Mode am Ende viel mehr Schaden gemacht haben als jemanden wie ich, der dann mit Kaiser Greymon, Magna Garurumon und oder Susanomon dabei ist. Einfach nur, weil er Quick Attacker ist und dazu noch einen guten Angriffswert hat, glaube ich. Ne, Angriffswert ist nicht so hoch. 1526. Natürlich noch ungeklont. Aber man merkt auf jeden Fall jedes Mal, dass er richtig schnell im Angreifen ist. Was mir auf jeden Fall gefällt. Also ich werde den auf jeden Fall auf Level 99 hochbringen. Man merkt auch schon, dass ich keine Digi-Aura habe. Mein Digi-Soul geht die ganze Zeit nach unten. So. Viele von euch werden dieses Digimon bereits wahrscheinlich haben. Oder es im Spiel bereits mehrfach gesehen haben natürlich. Wahrscheinlich eher gesehen haben, als es selber zu haben. Aber ich hatte es eben bisher noch nicht selber und wollte es einfach mal jetzt zeigen. So, das hat seine F1 ist Double Impact. Wo er einfach nur einen kleinen Schuss absetzt, der auch nicht besonders viel Schaden macht. 1450 ist jetzt nicht gerade nennenswert. Ist besser als so manches Champion-Level, aber vielleicht sogar auf Ultra-Level-Niveau bei manchen. So, seine F2, Death Slinger. Kennt man auch aus dem Digimon Tamers Anime, wo er zum ersten Mal im Beelzemon Blast-Modus digitiert. Oder wie es im Deutschen heißt, auf sein richtiges Mega-Level. Wurde er halt im Deutschen so eingefädelt, aber das ist im Grunde sein Burst-Modus. Und dann, wo er dann den Takato und so zu Hilfe eilt, sieht man ja, wie er dann da ist. Und die Attacke, die er verwendet, um den Agenten von D-Reaper zu erledigen, ist eben dieser Deathslinger oder wie es im Deutschen übersetzt wurde, mit Todesstrahl. Und dann später in den Folgen kam dann noch die, was hier Chaos Flare heißt. Dieser Angriff eben mit diesen
umgedrehten Stern und er schießt da eben durch und sein Angriff wird durch dieses Symbol dann noch verstärkt. Das ist im Grunde seine höchste Schadensquelle. 5777 ist, glaube ich, noch ungeskillt. Habe ich noch nicht geskillt. Aber ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel Schaden der dann am Ende da macht. Das müsste dann die Zukunft zeigen. Also wenn ihr dann nochmal dann irgendwann Bock habt auf einen Follow-up, wenn ihr mal noch einige Level draufgelegt habt noch, schreibt mir das unbedingt gerne in die Kommentare. Weil Ideen für weitere Digimon Masters Online-Videos sind immer gern gesehen in den Kommentaren. Wie gesagt, der Azulongmon Dungeon kommt noch, natürlich im Easy-Mode, weil alleine kann man den normalen Modus gar nicht schaffen. Dafür bräuchte man dann eine Party. Wo es mir gerade auffällt, ist das ein Spielfehler? Weil das hier sind keine Tarnemon. Das ist mir gerade eben nicht aufgefallen, aber jetzt fällt es mir auf. Das sind ja keine Tarnemon, das sind ja Neptunmon. Ja, Game King, da habt ihr wohl noch einen Bug zu fixen, neben den vielen anderen, die es in diesem Spiel noch gibt. Ich finde es zwar schön, dass die jetzt endlich den Azulongmon Dungeon rausgebracht haben, was ja einer der Punkte war, die die schon letztes Jahr abarbeiten wollten, einer der vielen. Und das Menü und so ist, haben die auch schon richtig schön geupdatet. Hier, diese Ansicht, die soll ja in Zukunft alles hier, soll dann so designt sein, was ja auch schon letztes Jahr kommen sollte. Auch die neue, Odaiba, heißt das Stadtviertel auf jeden Fall, glaube ich, sollte ja auch noch als Karte kommen. Oder als Map-Region. Also so Region, wo es mehrere Maps gibt, so wie zum Beispiel wie Server Continent. Kam aber auch noch nicht. Die PvP-Arena kam auch noch nicht. Und wie gesagt, die Übersichten, Menüs und so, Einlog-Screen und so haben die ja schon hinbekommen, alles. Server-Auswahl, Tame-Auswahl, ist ja alles schon im neuen Design. Dann hier Event. Hier bin ich mir gerade nicht sicher, ob. Ist das schon. Na doch, müsste schon auch hier das neue Design sein. Der Shop ist noch. Ja, relativ altes Design, also. Glaube ich zumindest, also da so genau habe ich mich da nicht eingelesen, aber vom ersten Eindruck her hat sich da nichts verändert. Und ja, das ist mal dazu, also ich hoffe, dass sie dann dieses Jahr noch da nachlegen von dem, was sie eigentlich letztes Jahr alles schon rausbringen wollten. Aber ich glaube, die hätten dann einfach nichts mehr für dieses Jahr gehabt, außer hauptsächlich langweilige Events. Dieses Event ist dann schon wieder besser. Man kann hier diese Soccer Ball of Experience einsammeln und die Golden Soccer Balls. Die Golden Soccer Balls kann man scannen, dann bekommt man bestimmte Mengen an Geld. Also zufällig natürlich, und beim Soccer Ball of Experience bekommt man auch wieder so Instant EXP Items, also 5000 EXP, 10.000, solche Sachen. Kann ich ja dann gleich nochmal zeigen, wenn. Also dann jetzt. Also das ist ja das WM-Event und ja. Ist auf jeden Fall schon mal besser, vor allem mit den Golden Soccer Balls, dass man da auch ein bisschen zusätzliches Einkommen dann noch hat hier im Spiel. Finde ich super. Aber dass sie hier Tarnemon draus gemacht haben, ja. Oder aus den Fanbeamon einfach Keramon. Ah, da, man kennt's ja. Karis Partner, das Wizardmon. Da hinten, Tsukaimon, kennt man natürlich so, also.
Ich war das letzte Mal vor ein paar Monaten in Digimon. Hier im Serverkontinent, deswegen ist mir das nicht aufgefallen, dass es hier solche Probleme gibt. Vielleicht gibt es ja auch erst seit einem bestimmten Patch. So. Dann scannen wir mal den Ball of Experience. Was kriegen wir raus? Miracle Aquamarine. Ungefähr 90.000 bis 110.000 XP. Auf einmal, ja. Sehr schön. Und dann machen wir noch die Golden Soccer Balls. Einmal 1.000.000. Nicht 1.000.000, 1M und 1M. Ich habe auch schon 50M und 100M rausbekommen. Also. So. Ah, hier. Ganz klassisch. Starmon. Wie kann man sowas verkacken? Da bin ich aber jetzt gespannt. Wenn ich hier weiter durchgehe, sind die Namen dann immer noch. Weil es gibt hier noch andere Digimon, ja. Ob da die Namen auch noch komplett anders sind. Aber alter Schwede. Game King, Game King. Was macht ihr nur mit diesem Spiel? Naja, bei den NPCs sind die Namen noch richtig. Ach so, Dark Tower Area. Stimmt, hatte ich völlig vergessen. Ich finde es aber bei dieser Area sau scheiße, weil man das nicht sieht. So, gibt es ja noch andere Digimon mit veränderten Namen? Ja, wer kennt's nicht? Das Monochromon, Museamon, ja. Alter. Das ist nicht Game King, das ist Bug King. Oder das da hinten, Leomon. Kennt man ja. Dieses Digimon hat die Digiritter unterstützt im Kampf gegen Devimon. Und in der ersten Folge war es ja ein Löwe, der die Kinder attackiert hat. So, was haben wir hier? Ah, Gawapamon. Und ein Chrysalimon. Ja, kennt man ja. Oder hier. Thais Digipartner, Dextorogamon. Argumon digitiert ja nicht zu Greymon. Argumon digitiert, wie man jetzt merkt, zu Dextorogamon. Da bin ich jetzt aber gespannt. Wenn ich in die nächste Map gehe, sind da die Namen dann auch noch alle vertauscht? Oh. Am liebsten würde ich das Thumbnail dann nochmal umändern. Oder kompletten Videotitel, weil hier geht es ja jetzt anscheinend mehr darum jetzt. Über das, was Game King bzw. Bug King mit dem Spiel gemacht hat. Als um Beelzemon Blast Mode, wie es eigentlich vorgesehen war. Weil das interessiert mich jetzt wirklich, wenn ich in die nächste Map gehe. Server Continent Canyon. Sind dann die Namen dort auch noch vertauscht oder nur hier jetzt? Weil zum Beispiel auf File Island sind die Namen alle noch in Ordnung, soweit ich mich erinnere. So. Ne, hier sind die Namen auch in Ordnung. Psychimon. Monochromon. Hier passen die Namen. Wenn ich jetzt zurückgehe, ist der Bug dann immer noch da? Mal schauen. Ja, wie gesagt, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir suchen Bugs in Digimon Masters Online und wir finden sie. Nein, die Namen sind anscheinend nur hier in der Area. Mal schauen, ob die das beim nächsten Patch dann fixen. Müssten die ja. Alter.
Oder hier, Mirage Gaugamon, kennt man ja. Von Thomas Nordstein, der Partner. Sah aus wie ein Affe. Jetzt erinnere ich mich wieder. Mensch, was hatte ich nur die ganze Zeit ein falsches Bild über die Digimon im Kopf? Das war ja komplett falsch. Das da sind doch die echten Digimon, wie sie aussehen. Was gaukelt mir das Internet und die Anime-Serie und das alles so vor? Das da sind doch die echten Namen. Mann, Mann, Mann. Aber ansonsten kam... Moment, hier kann man ja nachschauen. Monster. Selbst hier sind die Namen falsch. Ah, hier. Digimon. Und Rockmon. Alter, nee, Mann. Oder hier, Waspmon. Hier, Arcadimon. Oder hier, Dice Digimon-Partner, Agumon. Kennt man ja. Boah, das will ich mir jetzt noch anschauen. Die sind in der Oase hinten. Was gab's denn, was haben wir sonst noch? Naja, ansonsten die üblichen, die wir schon gesehen haben. Aber alter Schwede. Also jetzt sorry, dass für die Leute, die mehr von Beelzemon Blast Mode sehen wollten. Ich glaube, ich mache das Thumbnail nochmal anders und... Ja, ich mache das. Na, da hat man ja die Keramon. Ach, da! Thais Digimon-Partner Agumon. Na, dann sieht Tanemon, also das richtige Tanemon dann aus, offensichtlich wie ein kleiner Dinosaurier, wenn Agumon so aussieht. Und da hinten Waspmon, kennt man ja. Dieses Insekten-Digimon aus dem ersten Digimon-Film. Erledigen wir jetzt noch zum Schluss ein Agumon. Warum machen wir da keinen Schaden dran? Sind die einfach so stark oder ist das jetzt auch irgendwie ein Bug? Wenn ich darauf schieße? Nee. Gegen die habe ich anscheinend dann noch nie gekämpft. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwie so ein Digimon hier gab, das so viel Schaden aushält. Da kann ich jetzt, da warte ich jetzt nicht, bis das geschafft ist. Ah, ja, da hinten sieht man es noch, das gute alte Rockmon. So. Na, dann würde ich sagen, war es das dann trotzdem von der Folge. Wir entdecken Bugs in Digimon Masters Online und am Anfang und am Ende ein bisschen Beelzemon Blast Mode. Ich hoffe, es hat euch trotzdem irgendwie gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr dann beim nächsten Mal dann sehen wollt. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.